Hallöchen Leute, willkommen zur 5. Episode meines Let's Plays Star Fox Zero. Ich bin Davy und ich begrüße euch ganz herzlich zurück. Neue Teleporter auf Colonia und Titania geortet. Ja, das heißt, man kann sozusagen, man tut jetzt quer spielen. Okay, ich hätte jetzt gedacht, man tut Sektor B geradeaus machen. Aber ich denke mal, da hätte man das komplette Star-Wolf-Team in die Hölle schicken müssen. Also wird es jetzt zur Titania gehen und so wie es aussieht, werden wir da... Okay, das sind verschiedene... das sieht man auch, was für Schiffe man hat. Hier muss man natürlich dann mit dem guten Panzer spielen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schauen wir mal, was Titania uns zu bieten hat. Dankeschön, Dankeschön. Der Fuchs will in die Wüste. Da bin ich mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Oh, das sieht echt nicht gut aus. Bereit! Ja, der Landmeister ist bereit. Oh, okay. So, ja, Steuerung wäre nett. Okay, lenken, Fahrt, Kreuz zentrieren, das ist klar. Ja, das finde ich halt richtig blöd. Es wäre halt schön, wenn man mit dem rechten Analogstick halt schießen könnte und alles. Aber das kann man halt jetzt nicht ändern. So, alles klar. Gut, da ist nichts. Achso, das ist schweben, alle Knöpfe. Okay. Nee, doch gar nichts. Also, okay. Alles klar. Dann, have fun. So. So, zentriere mal. So, sehr gut. Wow. Ja, klar, wisst ihr, das ist ja echt nicht so einfach, was ich hier fabrizieren muss mit dem Ding. Das ist ja echt abartig. So. Wow. Ja, warum nicht? So, Turbo. Okay. Jo, jo, jo. Super. Und jetzt. Ja, super. Ha. Sehr gut. Ja, das habe ich wenigstens ein bisschen machen können. So zentriert ist wieder. So, hier muss ich ein bisschen auf dem Gamepad auch spielen. Und mir schauen, dass ich mir nicht zu arg in den Weg laufe oder fahre. So, da haben wir einmal eine Bombe. Super, Bombe bringt mir so viel. Super. Was geht hier ab für eine Party? Wow. Oh, ist scheiße. Oh, laber nicht. Und durch. Wow. So. RIP. So, komm. Wow, so einfach ist es gerade nicht, also obwohl mich das Level stark erinnert an Lylat Wars, muss ich zugeben. Also das ist das erste Level, wo mich richtig stark an Lylat Wars erinnert. Aber das ist hier echt... Klar, warum nicht? Kann man mal machen, ne? Jo. Wisst ihr, es wird gerade echt hoppelig, gerade hier die ganze Aktion. Und ich habe bis jetzt noch keinen Energiepunkt gesehen, was mich richtig ankotzt. Sehr gut. Sehr schön. So, ab rüber. Es wäre mal echt schön, jetzt mal echt was Energiemäßiges zu sehen. Ja klar, warum nicht? Wir haben ja nicht genug Panzer vor uns. Meine Güte. Ja, da Energie, endlich. Komm, Energie. Sehr schön. Ich habe mich noch nie mehr wie auf Energie gefreut, wie gerade eben. Oh, komm. Geh down. Sehr gut. Komm. Scheiße.
komm. Und bringst du mir Energie? Nein, du bringst mir gar nichts. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich fand's cool, was ich da gerade gemacht habe. Okay. So, gehen wir mal ein paar Meter runter. Auch wenn es total sinnfrei war, das mit ein paar Meter runter. Alter, und ich wollte grad ausweichen. So, komm. Nee. Komm, es wird jetzt mal langsam wieder Zeit für Energie, bitte. Es reicht. So, komm. Vor zur Energie. Sehr gut. So, komm. Wow, nochmal Energie. Wow. Ey, das ist ja echt gerade göttlich. Und die erste Phase ist beendet, mein lieber Scholli. Erst die erste Phase ist beendet von diesem Level. Holla, die Waldfee. So, komm. Zentrier. Baby, bin ich froh, alles klar. Fox, hau ab, komm nicht näher. Oh, oh. Oh, nächster Boss. Wie es aussieht. Sehr gut. Was ich da reingezimmert habe, ist schon mal sehr wunderbar. Sehr gut. So, okay. Boah, Leute. Das ist so ein Scheißwinkel da. Sehr gut. So, jetzt dreh dich. Ah, da oben. Ja, ja, ja. Wunderbar. Oh, die Schnauze. Hätte die Schnauze treffen müssen. Oh. Verdammt, und da sind wir da oben. Oh ne, wir leben noch. Tatsächlich, krasse Scheiße. Oh, es wäre mal schön, wenn ich jetzt hier mal Energie finden würde. Oh, super. Ja, Energie. Komm, komm, ras zu. Boah, meine Güte. Ich habe mich noch nie mehr gefreut wie auf Energie, wie gerade eben. Jo. Und ich krieg gerade Besuch von den anderen Heinis da. Wo ist er? Zeig dich auf dem Gamepad. Fuck. Fuck. Da vorne war Energie. Kacke. Ich muss sagen, dies ist jetzt sackeschwer. Das muss ich echt zugeben, Leute. Hier ist es in diesem Moment sackeschwer, aber ich habe jetzt wenigstens volle Energie. Das heißt, ich habe wenigstens jetzt leichtere Karten, was das angeht, der Boss jetzt. Und ab. So, gut. Dreh dich. So, gut, das war's. Aber jetzt muss ich nur hinter irgendwie kommen. Ah, habe ich doch geschafft. Oh, Maul, 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 Maul. Ins Maul muss ich. Fuck. Fuck, ich wollte gerade nur noch eine Bombe reinschießen, da wäre es optimal gewesen. So, hoffe ich mal, dass er mir nicht zu viel Energie abgezogen hat. Es geht sogar. So, hier muss ich halt, jetzt muss ich wirklich... Sehr gut. So, komm, mach mal. Super, jetzt haut er ab. Die Mistfregatte. Komm.
Was geht? So, danke. Zünd ab. Oh, super. Und genau hinter mir wollte er gerade auftauchen. Wow, 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 wow. Ja, jetzt muss ich halt aufs Gamepad arbeiten. Jetzt muss ich mit dem Gamepad arbeiten. So, der erste Blast ist wieder weg. Und ab. So, drehen. Dreh dich, dreh dich. Wow, 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 das war zu viel drehen. Sehr gut. So, und jetzt guck. So, war's das? So, komm. Yes. Ja, ja, ich lege mich schon mal besser an. Also, muss ich zugeben. Also, diesmal habe ich es wenigstens verstanden, wie der Boss zu funktionieren ist. Jo, und jetzt hat er viel mehr von seinem Mistviecher da rausgeschossen. Und ab. Wow, wow, was geht jetzt ab? Ja, ich muss mal auch ab und zu mal auf ein Ding gucken. Okay. Ja, ich versuche gerade wirklich abzuziehen. So einfach ist das gerade nicht. Ich glaube, das war ein Fehler. Hoffe ich mal nicht, dass es ein Fehler war. Super. So. Ah, scheiße. Fuck. So, und jetzt macht dein Maul auf. Komm. Sehr gut. Und ab. So, jetzt muss ich ein paar Pflanzen kaputt machen. Und hoffe, dass da Energie jetzt ist. So sieht es langsam echt schlecht aus, was ich hier wieder fabriziere, du. Ja, der ist fast nur noch ein Treffer, Leute. Nein, warum verziehst du dich jetzt? Jetzt, wo du echt nur noch ein Treffer bist. Das ist hier echt traurig. So, wo ist er? Wow, weg, weg, weg. Bevor ich hier einen bösen Besuch kriege. So, gut. Komm, Energie, 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 Energie. Yes. So. Das ist mir's wurscht, was hier abgeht. Fuck. Okay, das ist mir doch nicht wurscht. Fuck! Okay. So, eine Kugel ist kaputt. Krieg ich die obere noch? Schade, nicht so. Sehr gut. Nur noch eine Kugel. Oh ne. Der holt aus. Für den Rundschlag. Oh, jetzt dreh. Nein. Yes, jetzt. Yes! Wow, das war ein Bosskampf. Moi, lieber Scholli. Da muss ich echt recht geben. Das war echt ein Bosskampf gerade. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das jetzt schaffe, auch wenn ich ein Leben da gelassen habe. Mein lieber Scholli, das hat's in sich gehabt. Ja, das ist auch gemacht. Ein Punkt in der Phase 2. Das ist ja unfassbar. Da kriegt man ja voll einen in der Hose ab. Mein lieber Scholli, ey. Oh, was geht jetzt hier ab? Das sieht nicht
Okay, doch, das war Star Fox da oben. Mein lieber Scholli, der hat's echt gerade in sich gehabt. Der Boss, der muss sagen, der hat's. Der war gut. Der war echt nicht langweilig. Der hat's echt. Der hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, er war schwer. Wirklich schwer. Aber mein lieber Scholli, der hat wirklich Dampf dahinter gehabt. Ja? Also so locker flockig war das jetzt nicht, ja? Wenn man sich so überlegt. Ich würde sagen, nach diesem Bosskampf beende ich auch hier mit dem Part. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Etwas kürzer als sonst, aber ich denke mal, das ist gegönnt nach diesem Boss. Euer Davy, Chizzy, Kowski.